Tischcurling. Also, es bleibt sportlich, aber wir spielen Curling am Tisch. Das ist ganz süß, ganz einfach, strengt nicht so an, aber man braucht viel Geschick und viel Fingerspitzengefühl. Oh Gott. Und ich nehme mal an, das habt ihr aber beide. Hier die genauen Regeln. Ihr spielt immer abwechselnd einen Curlingstein, das sind diese kleinen Dinger mit Kugeln unten, aufs Haus. Das Haus, das ist hier hinten. Mhm. Alles, was den blauen Kreis berührt, ist das Haus. Mhm. Alles, was so davor liegt, zählt nicht. Also ihr müsst hier reintreffen, mindestens die blaue Linie berühren. Alter. Punkte bekommt aber nur der Spieler, dessen Stein am nächsten vom Zentrum des Hauses liegt. Mhm. Und zwar pro Stein im Zentrum. Heißt also, nehmen wir mal an, Ruth hat hier zwei Steine stehen, mhm, ja, aber Alexander wirft einen hierhin, dann zählt nur deiner und nicht die zwei von Ruth. Also der Nächste zählt, also der Nächste an dem Kreuz, sag ich mal, der ist mehr oder weniger, der bekommt die Punkte und zwar dann so viel, wie Curlings da drin sind. Genau. Hab ich's kapiert. Du noch hier einen stehen haben, zählt ja, der dann auch. Hätte ich dann zwei. Ja. Aha. Also man muss so dicht wie möglich ans Zentrum kommen. Das ist die Hauptregel. Ihr spielt vier Durchgänge und wir addieren dann eure Punkte. Wer nach vier Durchgängen mehr Punkte hat, gewinnt das Spiel. Und die Münze entscheidet jetzt... Was, wie viel, also ein Durchgang ist, wenn man alle vier... Genau. Und die Münze entscheidet jetzt, wer als Zweites startet. No. Weil... Man kann es ja kompliziert machen. Der Zweite, genau, diesmal hat derjenige, so, der Zweiter ist, einen Vorteil, nicht der anfängt. Mhm. Och. Ruth fängt leider Och. Jetzt. Bis mal so, Ruth ist der zweite Stein, Alex fängt an. Was hat dieser Strich da zu tun? Ihr habt auch zwei Probewürfe, damit ihr jetzt mal... Ah, wisst. Siehst du, das schon mal... Das Ding hat damit zu tun, dass ihr A nicht darüber ditcht und mit der Hand drüber reicht. Und sollte der Stein hier vorher liegen bleiben, ja, was allerdings nicht vorkommen wird, da glaube ich dran, dann wird er rausgenommen. Sollte der hier irgendwo liegen bleiben, bleibt der Stein trotzdem stehen, weil ihr hörtet ja, vielleicht könnt ihr was zubauen. Also wir dürfen jetzt zwei Probewürfe machen. Ihr dürft zwei Probewürfe machen, Ruth darf das auch machen. Ja, aber können wir jetzt mal bitte uns hier... So zum Beispiel wäre es doof. Genau, Ruth macht auch ruhig mal, jeder macht mal zwei. Ja. Hallöchen. Würden Sie bitte mal ein Stück zur Seite gehen? Vielen Dank. Entschuldigung. Also unten drunter ist eine kleine Kugel. Dadurch rollen die ganz gut. Ja, läuft genauso schlecht wie bei dir. Also es ist jetzt nicht so, dass wir beide überragend sind. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob man das so... Es ist ja nur ein Hallo, es ist nur ein Probewurf. Nur mach mal hin. Ja, darf ich mit mir selber mal sprechen? Ja. Kommst du zu Hause nicht zu Wort, oder was? Doch. Zu Hause schon, aber hier nicht. Die einen sagen so und die anderen so. So, jetzt geht's in Richtung Curling. Jetzt läuft's. Ja, also was heißt denn, es läuft? Kann ich den gleich liegen lassen? Nein. Ach so, Entschuldigung. Entschuldigung, ich war jetzt schon euphorisiert. Oh Gott, ich habe überhaupt keine... Zählt das auch, wenn man da hinten hin... Nein, sobald ihr diese Linie übertreten hat, die letzte, ist der ja, quasi... Ja, es wird mein Spiel, ich sehe es kommen. So, es zählt übrigens nur pro Stein, was näher am Zentrum ist. Ja. Wiederhole ich lieber nochmal. Das heißt, du hast eh den zweiten Wurf und Alexander fängt jetzt an. Viel Spaß. Danke. Das Original-Curling ist ja ein extrem taktisches Spiel auch. Da würde man jetzt so einen Stein als Guard bezeichnen, wenn man es denn mit Absicht macht. Also einen Beschützer des Hauses. Also man darf ja auch die anderen treffen. Ja, ich sag mal so, wenn er nicht hinten dran geht, ist es doch schon fast ein Erfolg. Ja, ich sehe das auch sehr positiv. Man darf natürlich auch den eigenen treffen, zwei vor dem Haus. Da wird es also schwierig, auf der Seite vorbeizukommen. Aber man kann ja auch die gesamte Breite ausnutzen. Flutscht immer irgendwie. Ich habe überhaupt kein Gefühl in der Hand. Null. So. Aber in der Zunge. Aber im Augenblick, auch mit dem Blick drauf, wäre es eben noch gar kein Punkt für irgendjemanden. Da wir noch nicht im Haus sind, das ändert sich wahrscheinlich jetzt auch nicht. Das darf hat er sich selber alles zugebaut. Das darf doch wohl nicht. Aber du kannst ihn natürlich auch anschubsen. Ja.
Genau, da ist jetzt so natürlich ist ein Risiko bei Rot da. Wenn sie einen blauen trifft, bleibt ihrer vielleicht stehen. So. Aber es ist eigentlich auch noch genug Platz dazwischen, um ja vorbeizukommen. Aber es ist leicht gesagt von hier. So. Achtung. Hey! Gut. Der war schon mal nicht schlecht. Sehr gut. Aber Ruth hat noch einen. Genau, so, was kann sie jetzt machen? Also, sie muss fast auf den Treffer gehen. Du kannst natürlich, wenn du versuchst, gerade zu treffen, den raus und dann ist genau deiner drin. Ich versuche überhaupt, das Brett zu treffen. Hilf ruhig, aber ich wollte nur die Regel. Ich ja erzähle nur die Regel. So, leider nicht, aber ein Punkt für Alexander. Der Sieger legt jetzt vor, das heißt Ruth ja hält den zweiten Stein. Sieger legt jetzt vor. Der Sieger legt das vor. Das bist du. Ey, das ist doch, das hast du jetzt gerade aus dem Ärmel rausgeschüttet. Nein, das ist einfach so. Der anfängt, ist doch, hat doch schwerer. Ja. Wenn der, warum soll der Sieger es dann noch schwerer? Weil kriegen? Du einen Punkt hast. Du bist doch der Sieger und sie liegt hinten. Ey, ich weiß nicht, in welchem Kindergarten du warst, aber in meiner war pädagogisch wertvoll. Die haben da gesagt, ne, der Sieger als Zweiter und so. Komm. Lies mal vor. Ab da beginnt der Sieger des Durchgangs. So. Ja, aber ich habe mir das nicht einfallen lassen, das genau steht nun mal da. Ich sag mal so, wir haben uns das einfallen lassen, denn das ist natürlich nicht die Original-Curling-Regel. Werden jetzt einige sich wahrscheinlich zu Hause fragen. Aber wir spielen natürlich unsere Regeln, die wir, wenn wir sie wollen, nacheinander vorlesen. My Party, okay, My Rules. Okay, pass auf, ist alles gut. Nein! Oh. Zu Recht, das habe ich jetzt verdient, weil mein Blutdruck ist zu hoch geschossen. Das habe ich verdient, das war ich selber. Oder war der Treffer vorhin nur im Reiche des Zufalls? Also halt doll gar nicht kann Ruth, das wissen wir jetzt schon. Ich finde ich zu schlecht. Aber ich krieg's. Gib mir 6, 7. Zwei so, hier guck doch mal hin. Ruth, schaust dir doch auch was ein bisschen ist denn an, los, wie es Alexander macht. Ja gut. Schaust dir an, wie es Alexander macht. So, und jetzt. Ja! Das sah gut aus. Das Mann, echt. Bratpfannenende. Ich sag mal so, wir haben ja ziemlich viel. Da hätte man gerade ein bisschen was nein lernen ja können. Ja. Ist also im Haus. Ist der ja im Haus. Bis zu dieser Linie, bis zu dieser Leine ist ja ziemlich viel Feld dort. Könnte man vielleicht so ein bisschen ausnutzen, dort die Geschwindigkeit vorsichtig. Ja, danke ja für den Tipp. Ich gut bin so dumm. Ron macht keine Tipps. Ich höre doch beide zu. Oh, was ist das denn? Wirklich. Gut, ich habe nichts das gesagt. Ja, nee, ich suche noch irgendwo mein Talent. Aber das war jetzt wirklich ein das bisschen. Das war komisch richtig, ich wirklich null. Ich habe wirklich, ich bin so. Es tut mir so leid. Nein, alles in Ordnung. Du machst es wunderbar. Ja, wirklich. Also. Das richtige Curling nennt man ja auch Schach auf dem Eis. Das kann man hier noch nicht so richtig erkennen. Das Problem ist natürlich, weißt du, ich habe zu viel Gaudi. Durch den Spaß am Spiel und so weiter ja verliert man nämlich in dem Moment eigentlich gerade wieder den richtigen Schwung. Ich mache das total dumm, aber ich ergötze mich halt an dieser Freude des Spiels. Ja, absolut. Ja. Das ist ja deine Schuld. Ich kann halt mit so kleinen Geräten nicht umgehen. Na, nicht. Ja, auch du, ja. So, jetzt hast du noch die Chance. Ja. So, bleibt er weiter in der Mitte liegen, wäre das ein Punkt für Ruth. Der ist dann auf einmal wieder boah, zu aber weißt du, entweder zu wenig oder zu viel. Ja. Das ist wirklich ja so. Ja, das kenn ich. Aber, tja, klar, 1-0, zweiter Punkt für dich. Aber du fängst noch, du musst aber wieder anfangen. Muss man, wenn man zweimal gewonnen hat, dem Gegner oder Gegnerin dann noch die Steine bringen? Nein, muss man nicht. Na, ich hätte es aber gern gemacht. Nur wenn man höflich warum hast ist. Denn? Ja, ich sage ja, ich hätte es ja gern gemacht. Ja, aber hättest du machen können. So, jetzt werdet ihr mal erleben, wie das ist, wenn ich Silent Bob bin. Ich sag jetzt nichts mehr. Ich will nur noch hören. Entschuldige bitte.
Nee, nee. Ja, das ist aber nee, nee. Ähnlich das wie ist meine Curling-Kunst. Und schon verloren mit Silent Bob. Das waren keine 15 Sekunden. Danke. So, Ruth, ich habe jetzt ein gutes Gefühl. Ich sag's dir einfach. Ja, ja, sei ruhig parteiisch, Ron. So. Ist mir scheißegal. Leider nicht. Es ist aber eine Lernkurve erkennbar. Ja, es ist ja. Ja. Gib mir noch 5 bis 10 Runden. Ja, so viel Zeit haben wir nicht. Ja. Boah. Ist mal gar nicht mal so schlecht. Aber guckt euch auch mal diese Mittellinie an. Vielleicht hilft das ja auch so ein bisschen, wenn man dort hinten den Stein beschleunigt. Vielleicht auf der Mittellinie bleiben. Verlängert führt die nämlich genau in die Mitte des Hauses. Das ist eher die Geschwindigkeit. Oh Gott, Frau Moschner! Bitte, können wir das... Kann ich verpixelt werden gerade? Das ist ja sehr nett. Wir würden dich ja trotzdem erkennen. Ja. Man hört dich ja. 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 Ja, tritt nur nach. Tritt nur nein, nach. Nein, hör ja. auf. So. Ah, er nutzt also die Breite so ein bisschen aus. Nein, das ist wieder ein Ticken zu viel. Es das ist noch wirklich das alles ist drin. Es ist wirklich, das ist ein tolles Spiel. Ja. Ich finde es super tatsächlich. So, wie viel haben wir denn noch? Jeder noch 2. Man kann ja auch in so einer Runde mehr als nur einen Punkt machen. Oh Gott, allerdings, wirklich? Allerdings nicht so. Bei dir ist immer so, du zuckst immer so. Der letzte Zucker ist immer irgendwie... Es tut mir leid. Musst dir doch nicht leid tun. Also, ich finde es schön, dass da eine einzige Person da oben ist, die immer so ganz... Wie soll man sagen, so kikeriki, ähnlich lacht. Ja. Vielleicht hat sie aber auch nur Schluck auf. Bitte? Vielleicht hat sie aber auch nur Schluck auf. So, ich wäre bereit für den nächsten Stein übrigens. So, der letzte von Alexander, der. Aber die sieht das auch so gut aus. Sehr gut aus. Nein, trotzdem, ist nicht drauf. Ja. Oh nein! Das heißt, Ruth so, hat wieder eine Chance. Da ist noch ganz viel Platz im Haus, in der Mitte. Naja, jetzt ist das Risiko natürlich mit Ruths Streuung hier groß, ja. Da habe ich ein bisschen Angst vor gehabt. Gott, der wäre drin gewesen. Das war der perfekte Schwung gerade. Wirklich. Ja. Ich habe es gespürt. Wieder ein Punkt. Das ist zum Beispiel, so wie du jetzt gesprochen hast, als würde ein Mann aus dir reden. So, und jetzt muss Ruth natürlich so ein kleines Wunder verbringen. Ne? Was, muss ja... Soll ich euch die Steine noch? Nein, wir sind schon da, ey. Entschuldigung, oh, bitte, komm, ich helfe dir. Kein Problem. Es steht 3-0. Oh. Das heißt jetzt für Ruth, sie muss mindestens 3 Punkte machen. Ja, das ist kein Problem. Also sie muss jetzt mit 3 Steinen im Haus liegen und zwar besser als der beste Stein von Alexander. So, er macht erstmal zu. So, damit ist alles offen, Ruth. Er macht jetzt mit. Oh, das ist schon wieder zu viel. So. Die Richtung war super. Genau. Kein Zucken, das war nur so. So, ne, die Linie ist super. Ja. Aber ich sie hab hat zu viel noch Kraft 3. Das heißt, beim nächsten Stein kann es schon entschieden sein. Nee, sie kann es ja noch wegschießen. Ja, ja, ja. Nicht bei deinem nächsten, bei ihrem nächsten. So, der muss. Der muss jetzt sitzen. Genau. Kein Druck. Ja, so. Oh, Mann. Da war wieder so ein Zucker drin. Mann. So, und damit ist es leider... Also, du kannst nur noch 2 Punkte machen. Entschuldigung, ja, nicht mehr darf ich ganz kurz, Ron. Ja? Es ist ja in Ordnung. Ich finde dich wirklich, du bist brillant und so. Aber immer, wenn ich verliere... Ja, geil, die Route, alle... Und wenn ich einmal aufhole, damit ich hier für Spannung sorge. Ja, Ruth, kein Problem, das wird schon wieder. Das wird schon wieder. Was wollte ich gerade sagen? Was hast du denn für ein... Alexander, ich wollte dir noch was sagen. Machst du immer noch so ein... Ja, ich... Aber das Spiel ist entschieden. Ja. Ich glaube, hat doch keiner mitbekommen. Glaub ich. Es kann doch einer hat es mitbekommen. Oh, Gott sei Dank. Sehr gut. So, Elton, darf ich noch kurz übersetzen, was Alexander gerade gesagt hat? Was denn? Mi. kannst du, wenn wir schon dabei sind, Ron, du musst das Mi bitte gendern.
Ja, mein Mümmel. Ja, da schau her, der ist ja wieder überfordert, gell? Verstehst du? Alter weißer Mann, so wie ich. Was will man denn da? Naja, ich sag's jetzt lieber nicht. Friedrich Merz hat angerufen. Gib mal weiter. Ich nehme mal. Also, ich bin's. Gut. Ich bin's, der Franz Josef. Sensationell! Alexander Herber kommt wieder ran, meine Damen und Herren. Ist das nicht großartig? Er will's noch mal spannend machen.